Ich reise jetzt ja schon seit ungefähr 9 Monaten. Ich habe Anfang Oktober angefangen, war dann zwischenzeitlich eine Woche für ein Assessment Center in Deutschland. Dann bin ich wieder zurück nach Neuseeland geflogen. Dort war ich insgesamt so ungefähr 7 Monate. Dann war ich 2 Wochen in den Cook Islands und jetzt bin ich 7 Wochen auf Hawaii. Und in 1,5 Wochen geht es für mich auch schon wieder zurück nach Deutschland. Aber da mir aufgefallen ist, dass ich in dieser ganzen Reisezeit euch gar kein Video von meinen ganzen Sachen gezeigt habe, die ich so mit mir rumschleppe, also weder von meinem Backpack, den ihr hier sehen könnt, der ist jetzt aktuell fast komplett leer. Meine Sachen habe ich links und rechts einfach so auf mir um mich herum gestapelt. Die seht ihr jetzt. Ich euch einfach zeigen, was ich alles so angesammelt habe. Ich muss sagen, ich bin wirklich keine Minimalismus-Backpackerin. Also falls ihr auf der Suche nach Minimalismus-Backpacking-Tutorials seid, dann seid ihr auf meinem Kanal leider falsch. Ich bin eher eine Messy-Backpackerin. Aber ich werde euch jetzt einfach mal so meine Sachen zeigen. Ich habe jetzt hier auch nicht alles um mich herum stehen. Also einige Sachen sind auch noch in meiner Kabine. Also das, was ich gerade anhabe, das habe ich natürlich nicht um mich herum aufgebaut, aber das ist halt auch etwas, womit ich halt reise. Ich fange auch schon an mit den warmen warmen Wintersachen. Also ich habe hier ein langärmliches Top, dann habe ich hier ein Thermo-Oberteil, das habe ich halt in meinem Zelt beim Campen getragen, weil es halt kalt war. Dann habe ich hier eine Strickjacke und noch eine Fleecejacke. Dieses Hunting and Fishing Overtail aus Neuseeland von meiner Gastmutter in meiner ersten Gastfamilie in Auckland. Das hatte sie aussortiert und das habe ich dann mitgenommen. Das hier sind meine langen Hosen. Da habe ich einmal eine lange Cupcake Leggings, dann habe ich eine lange, etwas dickere Sweatshirt-Hose, die ich immer so zum Fliegen im Flugzeug nehme, weil wenn man oben in der Luft ist, ist es halt etwas kälter mit der ganzen Air Condition und so, werde ich sonst einfach krank und darum habe ich mir das halt geholt. Dann habe ich noch eine lange Thermo-Leggings, halt auch für den Winter halt so oder im Herbst, als es schon kühler war, um halt im Zelt zu schlafen. Und eine andere Leggings, die eigentlich meine Sporthose war. Also ich habe mich jetzt so beim Reisen darauf halt erstmal konzentriert, als ich halt losgereist bin, dass ich halt eher ältere Sachen nehme, die ich halt notfalls auch wegschmeißen könnte. Also ich wollte jetzt nicht die absolut stylischsten Sachen mitnehmen, falls ich halt wirklich irgendwie was kaputt mache, weil ich es halt auch sehr viel dann trage und das sollte halt auch einfach bequem sein. Jetzt zeige ich euch halt meine kurzen Hosen, da habe ich nicht ganz so viele, halt die, die ich schon anhabe. Und dann habe ich noch hier eine Jeans, die ist durch den Trockner halt schon ein bisschen ruiniert. Die war mal lang, die habe ich in Neuseeland tatsächlich gar nicht so viel getragen, weil ich halt einfach Jeans unbequem finde und Leggings sind dann viel bequemer. Darum habe ich halt meistens Leggings getragen und als ich in Hawaii war und halt, da ich eigentlich nur 2 kurze Hosen habe, also diese hier, die nutze ich gerade als Schlafanzughose, die andere, die ich anhabe, nehme ich halt als Sohose. Und dann wollte ich halt noch eine normale so zum Anziehen haben und habe ich halt einfach meine Jeans abgeschnitten. Dann kommen wir jetzt zu den kurzen Oberteilen oder zu den Oberteilen, die ich in Hawaii trage. Also die Oberteile, die ich euch bis jetzt gezeigt habe, die habe ich ja eigentlich noch gar nicht in Hawaii angehabt. Weil es sehr heiß ist, wir hatten gestern 90 Grad Fahrenheit, ich weiß nicht ungefähr wie viel das ist, aber wir haben mindestens tagsüber 27 Grad. Ich glaube, die letzten Tage hatten wir auch durchaus mal 31 oder 32 Grad. Ja, muss man halt auch mit dem Kreislauf mitgucken, wie das halt so geht. Also ich hatte gestern ein bisschen Kreislaufprobleme, heute geht es ein bisschen. Der Hund hatte, also Kelly hatte gestern ziemliche Kreislaufprobleme, sie hat dann auch gespuckt, weil es halt einfach zu heiß war, also es ist auch relativ stickig. Wir haben jetzt eine Aircondition, die habe ich gerade ausgeschaltet, damit ich dieses Video drehen kann, weil es hier im Boot sonst sehr, sehr laut ist. Und ja, Kelly schläft gerade, aber ja, da muss man halt einfach immer gucken, wie es mit den Temperaturen so passt. So, meine kurzen Sachen. Das ist einmal mein Schlafoberteil. Dann habe ich ein etwas schickeres Oberteil, was ich halt so anhatte, als ich mal auf so einem Working Dinner mit meiner Freundin Brie war. Das hier, das mag ich immer noch sehr gerne, das finde ich so ganz hübsch. Dann habe ich noch ein altes UV-Top. Das habe ich glaube ich schon 3 Jahre, das ist auch schon ziemlich ausgeleiert und auch vergilbt. Und das kann man halt leider immer nur mit der Hand waschen, darum riecht das dann auch nach Zeit nicht mehr ganz so nett.
Dann schmeiße ich es trotzdem in die Maschine, tut halt aber dem Material halt nicht so gut. Ja, dann habe ich Hawaii-Hemden. Ich habe mir zwei gekauft, das, was ich anhabe. Und dieses hier, ich habe das jetzt alles gefaltet, für euch entfalte ich das wieder. Ja, das mag ich sehr gerne. Ich finde das so ganz lustig. Ich meine, warum sollen nur Männer Hawaii-Hemden tragen? Ich möchte auch gerne Hawaii-Hemden tragen. Darum habe ich mich halt einfach dafür entschieden, eins auch nicht nur eins, sondern zwei zu kaufen. Und ihr habt vielleicht schon festgestellt, ich liebe UV-Tops, weil ich Eincremen sehr nervig finde und da sehr faul bin. Und darum habe ich mich einfach im Internet ein bisschen erkundigt. Ich kaufe am liebsten meine UV-Tops bei Lands' End. Und dann habe ich hier geguckt und es gibt halt auch ein amerikanisches Lands' End. Die haben tatsächlich noch eine größere Auswahl an so Mustern und da habe ich mir zwei neue bestellt. Einmal eins in Blau, das mag ich sehr gerne. Und dann habe ich noch eins hier in so rosa Tönen oder auch Rottönen, finde ich halt total schön. Ich habe hier einmal warme Socken, auch zum Schlafen im Zelt. Dann habe ich normale längere Socken für die Wanderschuhe. Nee, eigentlich sind das meine Wandersocken. Keine Ahnung, ich habe halt ganz viele Socken, falls mal kalt wird. Habe ich in Neuseeland, habe ich hier in Hawaii noch gar nicht verwendet. Hier braucht man keine Socken, ich laufe den ganzen Tag nur in Flipflops rum. Da brauche ich auch nicht meine Sportschuhe, die ich habe. Die habe ich echt gar nicht so viel getragen, weil ich die immer noch schonen wollte. Das ist eigentlich so total dumm. Also ich meine, wenn man anfängt zu backpacken, sollte man auf gar keinen Fall Sachen mitnehmen, die man schonen möchte. Weil dann trägt man die nicht und dann hat man sowieso zu wenig Sachen. Also entweder habe ich meine Wanderstiefel getragen oder halt Flipflops. Und was habe ich denn noch hier auf dem Haufen liegen? Eine Schnorchelmaske. Die habe ich mir für die Cook Islands gekauft. Also wenn ihr nach Neuseeland reist, braucht ihr keine Schnorchelmaske. Da kann man nicht schnorcheln. Also kann man schon, lohnt sich halt einfach nicht. Cook Islands hatte sehr viele tolle Fische. Hier dabei war ich auch mal an so einem Riff schnorcheln. Leider ist das ganze Riff halt schon total abgestorben. Alles war grau, darum konnte man auch keine Fische sehen. Aber dafür haben wir eine riesige grüne Seeschildkröte gesehen und das war so unglaublich. Ich habe das zuerst gar nicht mitbekommen. Also ich habe mich so umgedreht. Ich so, das ist eine Schildkröte. Ich habe mich einfach so gefreut. Das war richtig cool. Dann habe ich hier noch eine Neuseeland-Mappe oder so ein Map. Nicht Mappe, eine Karte. Die möchte ich in mein neues Zimmer hängen, wenn ich halt umziehe, weil ich anfange zu studieren. Ich werde am 1.8. anfangen und ja, also kurz nachdem ich in Deutschland bin, werde ich dann auch schon umziehen. Hier sind noch ein paar Postkarten drin, ein paar Stifte, halt so ein bisschen Schreibutensilien. Dann habe ich noch ein Buch. Es ist so ganz interessant, ich muss es halt nur weiterlesen. Hier, das ist so ein kleiner Sack, da habe ich mein Stativ drin. Mit dem Stativ filme ich gerade. Es ist so ein portables Stativ, also falls ihr Interesse habt, während einer Reise ein Stativ zu benutzen, sei es jetzt, dass ihr private Videos dreht oder Videos für YouTube oder was auch immer. Es ist so ein Stativ und Selfie-Stick in einem. Finde ich total cool. Habe ich mir für ein paar Euro auf Amazon damals bestellt und ja, gefällt mir sehr gut. Dann, was für mich auch ein absolutes, vielleicht nicht unbedingt Must-Have ist, aber etwas, was sehr praktisch ist, ist ein MP3-Player. Und da muss es auch gar nicht der teure iPod sein von Apple, der wahrscheinlich eine sowieso viel zu kurze Akkulaufzeit hat. Ich meine, wenn ihr reist, dann habt ihr meistens nicht immer die Möglichkeit, eure Sachen aufzuladen. Und wenn, dann ist die erste Priorität das Handy, sodass die Steckdosen sowieso besetzt sind. Darum ist so ein ganz einfacher MP3-Player jetzt ohne besondere Schnickschnack. Der hat kein Bluetooth, du kannst keine Bilder damit machen oder Videos schauen oder so. Halt wirklich einfach nur Musik oder Hörspiele oder so hören. Aber der ist da halt echt am besten, weil der hat eine richtig lange Akkulaufzeit. Laut Internetbeschreibung 72 Stunden. Das kann ich jetzt nicht so ganz bestätigen, weil man halt durchhört. Die ganze Zeit ist er dann, glaube ich, nach irgendwie vielleicht 32 Stunden oder so schon tot. Aber das ist meiner Meinung nach trotzdem noch eine richtig lange Akkulaufzeit. Also einen Langstreckenflug kann man damit auf jeden Fall die ganze Zeit halt durchhören. Also ich kann da gerne auch nochmal ein Video zu machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr daran interessiert seid, dass ich euch einfach mal so schreibe, was ich halt so für Sachen auf meinem MP3-Player habe, was ich so höre während des Reisens oder was mir da so ganz, was ich so ganz interessant finde im Moment. Das nächste, das ist meine Kulturtasche. Ich weiß, sie sieht etwas sehr groß aus. Natürlich braucht ihr nicht so eine große Kulturtasche. Ich muss auch zugeben, nein, meine Sachen, die passen nicht alle in mein Backpack rein. Das ist einfach zu viel. Da habe ich dann auch noch an der Seite eine Tasche, die ich trage und vorne eine Tasche. Und ich habe zu viele Sachen, ich gebe es zu.
Ja, da ist alles Mögliche drin, wie Nagelfeile, Nagelschere, Nagellack, Zahnbürste, alles Mögliche, Zahnpasta, Parfüm, alles Mögliche ist da drin. Dann habe ich noch eine Brotdose. Also ich habe mich für eine kleine entschieden, weil ich finde, eine Brotdose ist immer ganz praktisch. Also man hat ja auch nicht immer Plastiktüten, man möchte auch vielleicht nicht so viel Plastikmüll anhäufen. Darum ist es meiner Meinung nach ganz praktisch, eine Brotdose zu haben. Dann etwas, was man auf jeden Fall nicht braucht, was ich halt aber mitgenommen habe, weil ich finde, dass es ein tolles Souvenir ist. Die habe ich am Strand gefunden, diese Muschel. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die so aus dem Ozean gekommen ist. Ich vermute, die hat jemand gekauft und einem kleinen Kind gegeben und das Kind hat die dann da irgendwie vergessen. Aber die finde ich so total schön, diese Muschel. Und darum nehme ich die mit nach Deutschland und lege die als Dekoration in mein Zimmer. Dann natürlich Duschgel. Da würde ich euch eigentlich eine Reisegröße empfehlen. Ich habe jetzt aber das Große gekauft, weil ich hier halt in Amerika im Laden halt nichts Kleines gefunden habe. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich in nur 5,5 Wochen so viel Duschgel verbraucht habe. Das stimmt jetzt nicht. Also ich habe da noch ein anderes Ding, das steht im Badezimmer. Da ist auch mein Shampoo und meine Spülung und alles drin. Und da habe ich halt meine andere Flasche mit aufgefüllt und das ist halt übrig geblieben. Und das lagere ich jetzt hier. Dann eine Sonnenbrille, dann ein Reisetagebuch, das habe ich jetzt in so eine Plastiktüte eingewickelt, weil ich halt nicht möchte, dass es nass wird und die Seiten dann irgendwie kaputt gehen. Hier, ratet mal, was ich dafür ausgegeben habe. Das sind fast, oder ich glaube sogar mit Steuern, über 18 US-Dollar für einen Sonnenspray. Also meine Gastgeberin meint, es ist sehr gut. Ich habe es noch nicht geöffnet, ich habe es noch nicht ausprobiert, da bin ich sehr gespannt. Das andere, das hatte 10 Dollar gekostet, da bin ich trotzdem drunter verbrannt. Also ich hoffe, dass dieses hier wirklich gut ist. Also es soll zumindest reef-friendly sein. Also dass ich damit nicht das Reef kille. Da wollen die auch so ein Gesetz durchsetzen. Also in den nächsten Jahren wird das geändert, sodass halt nur noch reef-freundliche Sonnencremes erlaubt sind hier. Dann meine ganzen Beauty-Artikel und Kosmetika, und da muss ich sagen, nehmt auf gar keinen Fall so viel mit wie ich. Was ihr in Deutschland nicht so wie, also was ihr in Deutschland nicht verwendet, das werdet ihr auch im Ausland nicht benutzen. Ein großer Fehler, den ich gemacht habe, ich dachte, ach, da bin ich im Ausland, das ist was Besonderes, da benutze ich bestimmt die Produkte, die ich in Deutschland nie benutze. Nein, ich weiß nicht, wie ich das denken konnte. Ja, was wirklich manchmal ganz praktisch ist, das ist Desinfektionsspray. Das habe ich hier so ein kleines. Es gibt wirklich sehr ekelhafte Toiletten, auf die ihr manchmal während des Reisens gehen müsst. Darum ist das auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Dann etwas, was ihr nicht unbedingt braucht. Ihr braucht nicht so eine große Flasche Rasierschaum. Insect Repellent, das habe ich in Opodery in Neuseeland von meiner Gastfamilie zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das riecht sehr gut. Ob das effektiv ist, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass dieses hier nicht funktioniert hat. Ich wurde trotzdem extremst viel gestochen. Und es stinkt dermaßen ekelhaft, aber ist noch was drin. Und vielleicht funktioniert das ja bei den Insekten hier, aber hier wurde ich in Hawaii tatsächlich noch gar nicht so viel gestochen. Darum habe ich es bis jetzt noch gar nicht ausprobiert. Dann habe ich noch eins, das hat mir eine geschenkt, die hat das auf den Cook Islands gekauft. Da ist auch noch ein bisschen was drin. Das hat aber irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum behältst du das trotzdem noch? Weil ich mir denke, ich finde es irgendwie immer doof, so wenn da noch was drin ist, das wegzuschmeißen. Ich meine, ich kann das immer noch wegschmeißen, kurz bevor ich ins Flugzeug steige, weil jetzt hier bin ich, lebe ich ja gerade auf einem Schiff. Das heißt, ich reise nicht rum, das heißt, diesen Ballast, also diesen ganzen Kram, schleppe ich sowieso nicht mit mir rum. Und falls ich es dann noch brauche, kann ich es dann halt noch benutzen, bevor ich halt abreise. Hautöl für Dehnungsstreifen, gegen Dehnungsstreifen für trockene Haut. Kann man einfach verwenden. Habe ich jetzt die halbe Flasche schon verwendet. Ist jetzt die Frage, ob man es unbedingt mitnehmen muss, aber so eine Lotion oder so ist manchmal halt schon ganz hilfreich, weil die Haut halt auch sehr austrocknet mit der Sonne und allem. Dann, was ich auf jeden Fall sehr wichtig finde für mich, eine Empfehlung von mir, falls ihr lange Haare habt und ihr die auch mit Kur und Spülung und allem nicht durchgekämmt kriegt, ist ein Kämmspray wirklich hilfreich. Das kann dann auch mal so die Notlösung sein, dass ihr die Haare nicht abschneiden müsst. Dann etwas, was ich nicht unbedingt empfehlen kann, das hat mir eine andere Reisende empfohlen und mehr oder weniger angedreht. Das ist ein natürliches Deodorant, ein Salzstein. Es gibt sicherlich Leute, die das total toll finden und alles ist, also wenn man jetzt Allergiker ist, ist das auch sicherlich eine tolle Alternative, aber mir ist halt einfach aufgefallen,
dass ich es bevorzuge, nach der Dusche auch frisch zu riechen. Vor allem, wenn man halt beim Reisen vielleicht auch nicht die Möglichkeit hat, jeden Tag zu duschen, da freut man sich doch schon, wenn man dann auch einen frischen Duft hat nach der Dusche und nicht so ein Gammel-Backpacker ist. Darum freue ich mich auch, wenn mein Deodorant dann auch einen frischen Duft hätte. Es gibt natürlich gerade so diese No-Poo-Bewegung und alles, da würde das natürlich sehr gut reinpassen. Ich bin da aber kein absoluter Fan von, um ehrlich zu sein. Ich werde das nochmal für meine Schweißfüße ausprobieren, vielleicht wird es da funktionieren, aber sonst, ja, war das meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld. Umsonst ausgegebene 14 Neuseeland-Dollar. Schminke, da habe ich mich tatsächlich auf so ein kleines Kit oder so ein kleines Ding beschränkt. Habe ich auch tatsächlich nicht viel benutzt, weil ich meine, man denkt irgendwie, dass man sich beim Reisen erinnert, aber gerade beim Reisen, warum sollte ich beim Reisen viel Schminke tragen, wenn ich sowieso in Deutschland schon so gut wie nie Schminke trage und nicht mal, wenn ich Pickel habe, wie gerade im Moment hier abdecke. Naja, trotzdem kann ich euch ja mal sagen, worauf ich mich beschränkt habe. Das ist ein Mascara, das ist ein Puder, das ist ein bisschen Rouge. Das ist ein Lidschatten, den mag ich sehr gerne, den habe ich damals reduziert gekauft. Das ist so metallicfarbener, passt doch überall zu. Das ist übrigens ein Trick, also falls ihr müde aussieht und ein bisschen wacher aussehen wollt, benutzt einfach ein bisschen Rouge und packt euch das oben auf die Augen nieder, dann seht ihr schon viel frischer aus. Was ich noch habe, ein Labello. Oh, noch ein anderer Mascara. Ein Augenbrauenstift, ein Augenbrauenpuderset, zwei Eyeliner, ein Bürstchen, einen nudefarbenen Lippenstift, eine Augenwimpernzange und zum Zupfen von den Augenbrauen eine Pinzette. Ich glaube, man kann sehen, dass ich das alles nicht wirklich viel benutzt habe. Dann habe ich noch Zahnseide. Zahnseide sehr wichtig. Etwas Tee, Kamillentee, ist auch immer ganz schön. Dann Abschminktücher, die ich gar nicht benutzt habe, weil ich mich ja auch nicht geschminkt habe. Hier habe ich meine Tampons und Slip-Einlagen drin, ein paar Wattestäbchen, eine Schere. Die wollte ich eigentlich meiner Gastfamilie zum Geburtstag schenken, da wurde ich aber last minute zum Geburtstag ausgeladen. Da habe ich gedacht, okay, behalte ich die halt einfach selber. Dann habe ich eine gute Schere, wenn ich wieder zu Hause bin. Aufsatz, Ersatzbürsten für meine elektrische Zahnbürste. Desinfektionstücher. Feuchtes Toilettenpapier. Sehr nützlich, kann man nicht überall kaufen. Ist in Neuseeland auch überteuert. Und ja, feuchtes Toilettenpapier, auch eine absolute Empfehlung von mir, wenn ihr feuchtes Toilettenpapier zu Hause benutzt und das mögt. Also ohne das würde ich nicht reisen. Noch eine Ersatzzahnpasta. Hier sind auch Zahnstocher drin, hier sind auch Zahnstocher. Bauchtasche. Diese schnell trocknenden Handtücher, ich glaube ihr wisst alle, was das für welche sind, was ich damit meine. Die man auch ganz klein machen kann, das ist sehr praktisch. Dann habe ich mir in Neuseeland für 2 Dollar eine Regenhose gebraucht. Ja, hier ist meine Unterwäsche drin. Taschenmesser. Sehr praktisch, kann man immer mal gut gebrauchen. Kann ich euch empfehlen für einen Backpacking-Trip. Eine Taschenlampe und wenn ihr jetzt sagt, ah, ich habe doch in meinem Handy eine Taschenlampe, ja, aber der Handy-Akku kann auch mal alle sein und falls ihr dann trotzdem noch Licht braucht, dann ist eine separate Taschenlampe sehr praktisch, vor allem weil, ja, die LED-Taschenlampe im Handy auch sehr viel Akku frisst. Nochmal Desinfektionsmittel und auch sehr praktisch, weil es in Hostels sehr häufig kein scharfes Messer gibt. Nehmt euch ein scharfes Messer mit. Ich habe jetzt dieses scharfe Messer, das habe ich so eigentlich für alles verwendet. Und das ist sehr praktisch, also ein scharfes Messer zu haben. Wobei das auch gut ist, wenn das auch so ein Taschenmesser ist, wo ihr die Klinge halt einfach einklappen könnt. Was natürlich viel besser ist, weil dies hier echt gefährlich ist, so mit dem Tuch, wie ich das hier gerade habe. Das hat mir auch schon mein Backpack einmal zerstochen. Finde ich auch sehr praktisch, einfach so ein Besteck, was man so zusammenklicken kann. Das sind Messer, Gabel und Löffel. Da habe ich auch noch einen kleinen Topf, den man auch einfach so als Pott nehmen kann, aus dem man halt einen Tee trinken kann. Den Pott, eine Regenjacke, einen Schlafsack. Dann habe ich noch ein kleines Zelt und eine kleine Matte, das zeige ich jetzt nicht. Und ein Frontpack habe ich auch noch, da habe ich halt Laptop drin, externe Festplatte und so einen anderen Krimskrams noch. Ja, damit das Video nicht zu lang wird,
werde ich euch jetzt gar nicht zeigen, wie ich versuche, das alles in den Backpack reinzukriegen, weil ich sowieso nicht alles reinkriegen werde, weil ich zu viele Sachen habe. Ich wollte euch halt einfach nur zeigen, was ich so alles habe, was sich so angesammelt hat. Und ich habe euch noch nicht mal alles gezeigt. Ich habe noch Muscheln, noch mehr Muscheln, noch so viel Krimskrams. Und ja, ich muss auf jeden Fall aussortieren, bevor ich halt zurück nach Deutschland reise, weil halt nur ein Gepäckstück erlaubt ist. Aber das ist das, was ich habe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob euch halt interessiert, wenn ich euch meine Playlist vorstelle, wenn ich euch zeige, was ich so auf meinem MP3-Player zum Reisen habe. Und ja, sehe euch das nächste Mal wieder. Macht's gut, tschüss!